Hallo und herzlich willkommen zu dem Konzepttest zum Thema Membranpotential. Ich werde zunächst einmal die Frage vorstellen. Zwei Lösungen mit unterschiedlichen pH-Werten sind durch eine semipermeable Membran, die nur durchlässig für Protonen ist, getrennt. Welche Aussagen treffen zu? A. Die Lösung mit dem höheren pH-Wert hat im Gleichgewicht das positivere elektrische Potential. Oder B. Die Lösung mit dem geringeren pH-Wert hat im Gleichgewicht das positivere elektrische Potential. Oder C. Beide Lösungen haben im Gleichgewicht das gleiche elektrische Potential. Erst einmal etwas Theorie. Das Membranpotential ist die Spannung, die entsteht, wenn zwei Elektrolytlösungen, die unterschiedliche Konzentrationen haben, durch eine Membran getrennt sind, welche nur für eine Ionenart durchlässig ist. Das Membranpotential wird durch folgende Formel dargestellt. Das Membranpotential ist gleich das Potential der Lösung 2 minus das Potential der Lösung 1. Beziehungsweise ist das Membranpotential gleich minus R, also die Gaskonstante, mal T, die Temperatur in K, durch F, die Faraday-Konstante, mal den natürlichen Logarithmus der Konzentration der Lösung 2 durch die Konzentration der Lösung 1. Anhand dieser schematischen Darstellung ist zu erkennen, dass die Kationen, je Natriumionen, der rechten Seite dazu neigen, auf die linke Seite durch die Membran zu wandern, da für die Kationen die Tendenz besteht, zur Seite mit der niedrigeren Konzentration zu wandern. Die Anionen, je Chloridionen, können nicht wandern, da die Membran nur für Kationen durchlässig ist. Als nächstes erkläre ich, was das Sonnengleichgewicht ist. Das Sonnengleichgewicht beschreibt die ungleiche Verteilung von Ionen, wenn eine semipermeable Membran vorhanden ist, sodass sie nur von bestimmten Ionen passiert werden kann. Dies gilt aber nur für die Ionenwanderung. Außerdem bedeutet dies, dass ein osmotisches Ungleichgewicht vorhanden ist. Die ungleiche Ladungsverteilung an der Membran sorgt für das Membranpotential. Die permeablen Ionen sind umso ungleicher verteilt, je höher die Konzentration und die Ladungszahl des Makromoleküls ist. Jetzt stellt sich aber noch die Frage, welchen Einfluss der pH-Wert auf das Membranpotential hat. Nun ist es so, dass der pH-Wert ein Maß dafür ist, wie sauer bzw. wie basisch eine wässrige Lösung ist. Der pH-Wert lässt sich mit dem negativen dekadischen Logarithmus von der Wasserstoff-Ionen-Konzentration berechnen. Daraus lässt sich schließen, dass der pH-Wert umso niedriger ist, je höher die Konzentration der H3O-Plus-Ionen ist. Daraus schlussfolgern wir, dass ein niedriger pH-Wert einem positiveren Potential entspricht. Demnach ist Antwort B richtig. Also hat die Lösung mit dem niedrigeren pH-Wert im Gleichgewicht das positivere elektrische Potenzial.